Es war turbulent und es war spannend. Es war richtig Action in Mugello. Aber ist die Strecke für moderne Formel-1-Standards noch zeitgemäß und war wirklich nur Valtteri Bottas am Crash beim Restart schuld? Darüber haben wir mit unserem Experten Marc Surer gesprochen. Marc, wir müssen sprechen über Mugello. Als Rennstrecke fanden sehr, sehr viele Fans wirklich toll, auch die meisten Fahrer, ich bin mir sicher, du auch. Und B, auch ein bisschen über dieses Chaos. Aber reden wir erstmal über Mugello als Strecke. Das war ein Farbtupfer, oder? Absolut. Also ich liebe diese Strecke. Ich bin da Formel 2 Rennen gefahren, auch Langstreckenrennen. Also ich kenne sie relativ gut und bin immer gerne da gefahren. Und ich glaube, das geht jedem Fahrer so. Es ist einfach, es ist alles drin, die lange Gerade zum Überholen und dann halt viele verschiedene Kurven, auch sehr schnelle Kurven, die ein bisschen Mut erfordern. Und was mir am besten gefallen hat, jetzt am Wochenende endlich wieder Kiesbetten. Und nicht immer wieder Penalties und andere Investigation, weil einer zu weit draußen war. Wenn einer zu weit draußen war, ist er abgeflogen. Ganz einfach. Das war echt eine Wohltat, das fand ich auch und hat man auch sehr gut gesehen, finde ich, wie die Formel-1-Fahrer schon entwöhnt sind von diesen richtigen Rennstrecken. Oder zum Beispiel in der Situation, die Max Verstappen dann das Rennen gekostet hat, wo links war, glaube ich, Kimi, dann Gasly in der Mitte und rechts Grosjean, denen ist der Platz einfach ausgegangen. Die wären doch sonst in Malaysia oder schlag mich tot, woanders, einfach jeder quasi links neben die Strecke gefahren. Das ging hier halt einfach nicht. Ja, gut, solche Situationen, drei Autos nebeneinander, das kann immer schief gehen. Also das wäre vielleicht auf einer anderen Strecke schief gegangen. Aber ja, natürlich, also wenn man rausfliegt, ist man halt draußen. Bei Max Verstappen hat es ja keine Rolle gespielt, da wäre er mit seinem Motor nicht weit gekommen. Ja, lass uns kurz reden über diese Situation, über die heute sehr, sehr viel diskutiert wird. Heute, wir zeichnen am Montag nach dem Rennen auf, über diesen kuriosen Restart. Da gab es ja von einigen die instinktive Reaktion, der Grosjean hat es am deutlichen ausgedrückt, dass der Führende daran schuld war, also Valtteri Bottas. Wir haben uns gerade in der Redaktionskonferenz bezüglich unserer Fahrernoten die Szenen noch ein paar Mal so angeschaut. Ich bin mir gar nicht so sicher. Also ich glaube nicht, dass man da Bottas eine Schuld geben kann dran. Aber wie hast du das gesehen? Wer war für dich da verantwortlich dafür? Im Prinzip die späte Linie. Also das heißt, dass man erst ab dieser Linie überholen darf und natürlich will keiner einen Windschatten bieten. Das hat Bottas hat das korrekt gemacht, aber er hat es im Endeffekt schon ausgelöst durch sein Langsamfahren. Er ist ja wirklich langsam gefahren bis zur Ziellinie. Und irgendwann gibt halt hinten einer Gas und hinten siehst du ja den Bottas nicht. Im Formel-1-Auto hast du eigentlich nur das Auto vor dir, was du sehen kannst. Und wenn einer Gas gibt, gibst du auch Gas. Und genau das ist passiert. Das war eine Kettenreaktion. Und weil irgendwann haben die gedacht, jetzt müsste er da sein, jetzt geht's los, oder? Du schätzt es ja ungefähr ab, wo der Vorderste ist. Und irgendeiner hat Gas gegeben und die anderen mitgezogen. Und deswegen ging es schief. Aber ich würde sagen, man hätte, weil diese Linie so spät war und das Problem ja offensichtlich in der Fahrerbesprechung sogar diskutiert wurde, man hätte auch sagen können, ausnahmsweise ist halt die Safety-Car-Linie wieder der Überholpunkt. Dann hätte Bottas Gas geben müssen und das Ganze wäre nicht passiert. Michael Masi, der FIA-Rennleiter, der spricht ja immer am Sonntag nach dem Rennen, der hat gesagt, jetzt machen wir mal nicht ein Drama draus, die Formel-3-Fahrer haben es sogar auch hingekriegt, also werden es ja wohl die Herren Formel-1-Stars auch schaffen. Kannst der Ansicht was abgewinnen? Ja, ich glaube, er hat schon recht. Man sollte erwarten können, dass sie das im Griff haben. Auf der anderen Seite, diese Situation mit diesem Langsamfahren bis zur Startlinie, die hatte man noch nie so extrem. Ich kann mich nicht erinnern. Weil normalerweise gibt der eine in der letzten Kurve Gas und versucht davon zu ziehen, schon einen Kurvenausgang, einen Vorsprung zu haben. Also die Situation, wie wir sie jetzt hatten, hat es eigentlich kaum mal gegeben. Kann mich zumindest nicht erinnern. Das heißt, das war deiner Meinung nach einfach Mugello-spezifisch, weil du da auf dieser langen Gerade sonst aufgefressen wirst im Windschatten vom Hinterherfahrenden. Was ja eigentlich interessant wäre für den Restart. Also könnte man durchaus sagen, ausnahmsweise, und das kann man ja einfach so verankern in der Fahrerbesprechung, dass die Safety-Car-Linie, also vor der Boxeneinfahrt, dass die der Punkt ist, ab wo man überholen kann. Und dann würde alles sein wie immer, aber mit Windschattenschlacht in der ersten Kurve. Hast du das Gefühl, Marc, dass Mugello für die moderne Formel 1 sicher genug ist? Und ich habe
Also ich fühle mich gar nicht gut bei der Frage, weil eigentlich möchte ich nicht ein Thema aufbringen, dass wir nicht mehr nach Mugello gehen, weil wir sollten da unbedingt wieder hin. Aber hast du das Gefühl, also schon in den Trainings, da hatten wir ja auch Crashes und VSC-Phasen und so, und mich hat das Gefühl beschlichen, dass auch die Rennleitung teilweise ein bisschen vorsichtig war und direkt mal gesagt hat, so hier machen wir lieber einen Cut und ziehen irgendwie VSC ein oder machen ganz rot, damit da nichts passiert, weil einfach nicht sehr viel Auslauf ist. Ist Mugello zeitgemäß oder müsste man, wenn die Formel 1 dahin zurückkehrt, irgendwas tun mit Auslaufzonen? Weil das Mugello auch wehtun kann, das hat Lance Stroll zum Beispiel mitgekriegt. Ja, aber ich glaube, Lance Stroll-Unfall hat gezeigt, dass auch der schlimmstmögliche Unfall, nämlich bei der schnellsten Kurve oder eine der schnellsten Kurve abzufliegen, gut ausgehen kann. Und mehr braucht es ja nicht. Wir wollen ja eben, dass das gewisse Risiko da ist und dass halt ein Auto auch mal kaputt geht, wenn man abfliegt. Das macht ja nichts. Und wir haben das ja auch auf anderen Strecken. Also ich würde das die Sicherheit ungefähr mit Suzuka vergleichen, wo ja die Auslaufzonen auch nicht endlos sind. Und da wird auch gefahren. Und solange wir auf Strecken wie Baku fahren, wo man mit über 300 praktisch zwischen Mauern fährt, also bitte, dann ist die Strecke absolut sicher genug für die Formel 1. Und wir haben eins auch noch gesehen, weil da gab es vor dem Rennen große Zweifel dran. Man kann im Mugello auch überholen. Ja, viel besser als erwartet, weil natürlich auch mit abbauenden Reifen hast du dann den Vorteil, wenn du besser bereift bist, dass du schneller aus der letzten Kurve kommst. Und da gab wunderbare Überholmanöver, völlig problemlose Überholmanöver. Und auch, dass man außenrum überholen kann, weil die Kurve leicht überholt ist, die Kurve 1. Das hat sich auch sehr positiv bemerkbar gemacht, weil auf anderen Strecken, wenn du die Innenlinie zumachst, rutschst du außen raus. Aber hier ging es, hier konnte man außenrum überholen und das hat dem Rennen sehr gut getan. Ich glaube auch, dass noch was dazu beigetragen hat, weil die sind mit mehr Anpressdruck gefahren, glaube ich, als die vor dem Wochenende eigentlich angenommen haben. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass einige dann korrigiert haben und doch ein bisschen mehr Flügel draufgepackt haben. Und dann wirkt DRS natürlich auch besser, wenn du den Flügel von steiler auf flacher machen kannst, als in Monza, wo ja das Flachstellen gar nicht so die große Auswirkung hat. Ist das vielleicht auch ein Ansatzpunkt, wo man in Zukunft drüber nachdenken muss? Oder sagst du, am besten wäre es sowieso, wir bräuchten kein DRS? Wir bräuchten kein DRS. Du hast ja gesehen, dass ja bereits im Start mit einem 500 Meter zur ersten Kurve ja schon der Windschatten genutzt wurde. Also wenn die Flügel zu sind und so große Flügel, wie sie drauf hatten, dann hast du genug Windschatten. Aber ich gebe dir recht, in Monza wäre auch, wenn der Flügel zu ist, der Windschatten zu klein, weil einfach diese Mini-Flügelchen zu wenig Windschatten bieten. Und jetzt würde ich dich gerne noch um einen Gefallen bitten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass uns ein Feedback, was wir beim nächsten Mal besser machen können. Abgesehen von der Bildqualität, das wissen wir auch selbst. Abonniere den Channel, aktiviere die Glocke, dann verpasst du keine neuen Inhalte mehr und sag uns deine Meinung darüber, wie du die Strecke in Mugello eigentlich findest. Bis bald.